Hallo, hier kommt es zu einem neuen Video von mir. Und ja, lasst euch überraschen. Und schon mal danke an meinen Kumpel, von dem ich das einmal ausleihen darf. Ja, was habe ich hier von meinem Kumpel ausleihen dürfen? Da gucken wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Und hier ist wie immer die Schere des Todes. Da wollen wir das nochmal öffnen. Ich denke mal, das wird euch gefallen. Und was soll ich sagen? Das kommt von Anker. Das ist ein Produkt. Ja, wollen wir uns das nochmal äußerlich angucken. Das ist die Serie 6, 623 ist das. Hier ist auch ein Netzteil dabei. Und hier kann ich meine AirPods Pro laden oder die AirPods der zweiten bzw. dritten Generation und mein iPhone. So sollte es aussehen. Wir werden das jetzt mal gemeinsam auspacken. Wir werden jetzt erstmal nur gucken, wie das aussieht, was alles dabei ist. Und dann werde ich nochmal ein zweites Video machen. Taugt das was? Denn ich habe schon einige negative Sachen darüber gelesen, dass das nicht so gut ist. Ich hole mir das mal raus. Hier ist hier nicht drin. Hier ist die Versiegelung drauf. Ja, das wird nichts. Also brauchen wir nochmal die Schere des Todes. So. Denn ich hoffe mir, dass es, ich sag mal, platzsparend ist, dass man vielleicht aus zwei eine Ladestelle machen kann. So, aufgemacht. Gucken wir mal rein. So sieht der Inhalt aus. Dann die Bedienungsanleitung. Hier ist ein USB-C auf USB-C-Kabel. Hier ist noch. Und wie gesagt, das Schöne ist, diesmal ist ein Netzteil dabei. Das finde ich gut. Ein 20 Watt. Hat ein schönes Gewicht. Stellen wir mal hin. Sonst ist hier nichts weiter drin. Also gucken wir uns doch mal das gute Stück an. Hier unten ist gummiert. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich versuche hier zu drücken. Hier kann man das aufklappen. Das heißt, hier lege ich mein Smartphone drauf. Hier kann ich dann das drauflegen. Ist natürlich jetzt kein Strom drauf. Und hier ist USB-C. Das soll, glaube ich, 2 Meter lang sein oder sowas. Wir können das ja mal kurz auseinandernehmen. Also klein ist das wohl nicht. Ich denke mal, das werde ich in mein Video jetzt hier nicht reinkriegen. Ja, 1,80 Meter, 1,60 Meter, 1,80 Meter, würde ich mal so sagen. Macht einen guten, soliden Eindruck auch. Das macht einen guten, soliden Eindruck. Das möchte ich hier nicht schlecht reden. Ja, dann werde ich das mal anschließen und dann werde ich das jetzt mal ausgiebig testen. Ja, das sollte jetzt hier nur ein Unboxing sein. Und dann werde ich das gleich mal ausgiebig testen, prüfen, wie gut das ist oder wie schlecht das ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Raver Dave. Ciao, ciao. Ach so, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert doch meinen Kanal. Tut nicht weh. Und wenn euch das Video gefällt, einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefällt, 2 Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und dann, ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Raver Dave. Ciao, ciao.